Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Hier mit unserem wunderschönen Porsche Cayman GTS in der Rennoptik, schöne BBS-Felgen drauf, gelbe Scheinwerfer, nicer Heckflügel, ein dicker, großer, ja, Endtopf, minimal Decals, also ja, Script Runners hinten, For You-Logo an der Scheibe. Die Rennstreifen, das Ille ist an der Seite, Deutschlandflagge und ja, der rote Rennstreifen, wie gesagt, und an der Seite auch diese rote, ja, ich sag mal, Rennstreifen. Jetzt hören wir uns auch noch kurz an. Es ist schon geil, oder? Kann man nicht meckern. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir heute noch ein paar Nachtrennen. Ich meine, wir haben ja hier ein paar. Und deswegen, ja. Fahren wir die doch einfach mal. Wirklich verlassen. Yep. Ich hoffe, das ist jetzt schon Nacht, dass ich die Karte auf Nacht gestellt habe. Ansonsten müssen wir kurz rum spinnen. Aber ja, wir haben jetzt einfach seit der letzten Folge die Drift-Events der Nacht. Das eine Nacht-Event ist noch mit Anna. Daher, warum nicht? Und Script Runners passt echt geil, sehe ich gerade, zu den Scheinwerfern vorne. Aber die Script Runners waren eh eine ganz coole Crew, was die Optik angeht, wegen in Pro Street. Diese Crew, die Dreamkillers, hat deine Arbeit verfolgt und will jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt dein Sieg nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen die Rennen nur als Sparring. Aber hey, du kannst okay. Ihr zumindest einen Dämpfer verpassen. Ich dachte, wir. Die Sache ist die. Die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, What? Sie haben ihn nicht. Das ist echt scheiße. Wem sagst du das? Sorry, diesmal bist du auf dich gestellt. Viel Glück. Na gut, das kriegt man hin, Anna. Hey, alles klar? Hör zu, tagsüber finden wir keine Herausforderungen mehr. Triff dich mit mir, wenn du mehr wissen willst. Mach ich, aber erstmal. Machen wir Jordans Crew fertig. Okay, ich sehe gerade, wir sind 30 Punkte drüber. Naja, ist gute Tuning. Und der Cayman, der geht halt auch gut. Ich glaube, das erste Auto, was wir haben, was über 300 geht. Ist schon nice. Ist schon nice. Okay, Duelle kann jeder. Machen wir es doch interessanter. 3 gegen 1? Echt fair. Ihr könnt es auch sein lassen. Bin mir sicher, die League wird das bestimmt verstehen. Du hast schon 2 besiegt. Stimmt. Du schaffst auch 3. Ja, locker. Sitzt. Ah, Anna sitzt neben uns. Stimmt. Meinst du? Aber die Evo schaut echt nice aus. Das kann man. Kann ich anders sagen, habe ich letzte Folge schon gesagt. Klingt auch wieder geil. Man kann halt so viel mit dem Sound machen im Spiel. Ja, wir sind auch leicht overpowered. Leicht. Hallo, Herr Polizei. Okay, wer hat die Cops gerufen? Ich habe eine verdächtige Person, die gerade zu unserer Abreibung fährt. Ich kann es nicht sein, ich bin ja entkommen. Das Auto geht halt auch gut. Wir haben echt gutes Grip-Niveau. Lässt sich super lenken. Wir haben gut Power drin. Also. Querfahren geht auch so ein bisschen. Ich bin noch an dir dran. Ja, Jordi. Mein Name ist Jordi. War das nicht die Brücke aus dem Intro? Ja, glaube ich schon. Oh, Sprung! Nice! Nice! Street Art, sehr schön. Ah, Tankstelle, sehr gut. Komm echt gut durch. Du schlägst mich nicht nochmal! 400 Meter Vorsprung. Nice. Das nenne ich einen Sieg in
Unterzahl. Alles, was zählt, ist der Platz in der League. Und wir sind weiter im Rennen. Ja, noch. Hunger? Ich hab Hunger. Lass uns was essen. Okay. Ich hatte gerade zwar Mittagessen, aber alles cool. Deine Burger geht immer. Okay, was kommt jetzt? Jo, jo, jo. Sieh mal, wer da ist. Scheiße. Sollen wir abhauen? Auf keinen Fall. Ich hasse es zu warten. Und ich dir beim Essen zuzusehen. Was zum Teufel? Das kommt nur von den Erpressungen? Das fühlt sich an jetzt ohne Scheiß wie Weihnachten. Oh. Und ich habe vielleicht den Preis erhöht. Hey, übertreib es bitte nicht, sonst fliegt uns alles um die Ohren. Der Boss sagt, ich soll Druck machen, deshalb mache ich das auch. Er vertraut mir. Gut, wie es aussieht. Seid ihr beide komplette Vollidioten. Pass besser auf dich auf, Torres. Ich und der Boss kennen uns schon länger, als es dich gibt. Glaubst du wirklich, er ist dein Freund? Das ist irgendwie traurig. Sei bitte vorsichtig. Zwei Räder sind ein Scheiß gegen vier. Bye. Schicker Carbon. Ich auch. Machen wir für heute Schluss? An alle Einheiten. Irgend so ein Arsch hat mir den Lack versaut. Durchkämpft Westside. Ich glaube, das heißt ja. Ich find's immer noch unfassbar, mit wie viel Geld er offenbar durch die Gegend fährt. Wenn man eine Marke hat, kann einen wohl niemand aufhalten. Nee, aber Schicker Carbon Camaro klang auch ganz okay. Oder sind hier jetzt ein Haufen Polizisten? Kommen wir denn am nähersten? Ja, Bellevue Park ist einfach das Näherste. Ne? Muss man im einen Feld vorbei, jedenfalls Motor abstellen, dann sind die eigentlich ganz harmlos, weil du fährst nicht. Was wollen sie machen? Dich wegen Rumstehen verhaften? Okay, es wird abgehauen, sehr gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Nacht. Springen gleich wieder in die Nacht. Und machen das eine Rennen noch, was da offen ist. Ich habe jetzt keinen Bock da auf Stufe 3 oder nicht sogar 4 zu springen. Das sieht so dämlich aus wie mit der Maske, ne? Naja. Kommen wir da durch? Ja, wir kommen da durch. Nice. Nacht beendet. Du kommst voran. Ja, passt doch.
Kein Rap, ich hab doch. Ist ja egal. Jordan's Crew abgeschlossen. 1410 Raps, siehst du? 16.000 Tacken. Ja, können wir mal gucken. Die Karte nachts. Da noch ein paar Drift Tracers, aber ich möchte eigentlich. Da. In Wood Valley. Immer noch ein Event. Ich stehe hinter dir, okay. Dann springen wir mal dahin. Klar, ich mag's hier. Und schau mal, was da noch so geht. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, dass Mr. Sean ein korrupter Sack ist. korrupter Sack. Ich hoffe, ihm fliegt's um die Ohren. Na dann, so raus. Hat Eindruck gemacht. Ach, echt? Yep, ein großes Rennen steht an. Crew gegen Crew. Nicht dieser Duellmist. Und wir sind dabei. Cool, aber was ist mit dir? Du hast keinen Wagen. Keine Sorge, ich find schon einen. Wir sehen uns da. Okay. Sie besorgt sich einen Wagen. Ob es der Wagen von ihrem Vater ist? Wir werden sehen. Ich stehe hinter dir. Ja, er ist es. Yo. Ich wollte mal sehen, was dieses Ding so drauf hat. Gehörte der nicht deinem Dad? Geht das für Lucas klar? Der Wagen gehört mir genauso wie ihm. Die Dreamkillers werden heute Nacht alles geben. Und wir müssen das auch. Deshalb sind wir hier. Denk dran, wenn wir das hier gewinnen, muss uns die League eine Chance geben. Aber kein Druck. Kein Druck, ne. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Okay. Oh, schießt gut voran. Na gut, der hat auch einen 240er Score oder so. Danke, Papi. Ein Papi. Oh, sorry, falsches Lied. Falsches Spiel. Das nenne ich ein Auto. Ziemlich passendes Lied. Egal. Los geht's. Die Trinkel ist mal zerstören. Ist auch was 10 Punkte drüber. Das könnte diesmal ein bisschen spannender werden. Kommen wir sehr bequem Berg hoch. Ja, du bist vierte. Und fünf. Bleib mal wach, Anna. Du weißt, dass ich nur mit dir spiele? Ja, ja. Ich auch. Trotzdem glaube ich vor dir. Jordan. Oh, sieht ganz nett aus da. Licht in der Hintergrund. So, 250, kein Thema. Sag ich dir. Bau die Führung aus. Ich komme hinten schon klar. Alle High-Speed-Einheiten. Straßenrennen in Edgewood Valley gemeldet. Fahrtrichtung Osten zum Raceway. Alles klar. Bin dran, Zentrale. Schau Ende. Ach du Scheiße. Alles klar. Bin unterwegs nach Edgewood Valley. Okay, was macht der im Funk? Kommen wir Besuch? Ja. Aua! Hat er immer noch seinen kleinen Smiley auf der Seite? Sieht's weg nicht. Ich werde durch den Raceway abhauen. Er hat es nicht gesehen. Vergiss es! Dieser Kopf lässt nicht locker! Kannst du mir helfen? Klar! Sit the crew! Mir ist ein Einig. Wir sind aufgeflogen. Hauen wir ab. Na ja, dann. Schnell Schau ausschalten. Zwing mich nicht, den Wagen zu schön zu fahren.
gut, dann fahre ich deinen Wagen zu Schrott. Komm schon, Nitro. Kauft das Catcar deine Nachbarin ab. Und schon. Ich hätte ein paar rumstehen gehabt, aber okay. Ja, dann Kofferraum. Oh, das Geld. Das Geld. Leute, wer Geld braucht. Bis du wohin musst. Je länger das hier geht, desto schlimmer wird's. Nein! Gut, ich krieg jetzt nicht so viel Schaden, aber ich muss aufpassen, ne? Der letzte Wagen war schon cool, aber der hier toppt alles. Ich weiß nicht, wie viel mein Wagen noch aushält. Der ist bald down, hoffentlich. Kein Bock, das nochmal anfangen zu müssen. Ja, heul nicht rum. Ich hätte hier gerade das Leben. Ich probier's zumindest. Komm schon, schau. Zeig kein Wechsel. Na gut. Alter, scheiße! Warum komm ich denn mit meinem Porsche kaum hinterher? Oh ja. Hab ich ihn ausgeschaltet? Ja. Ciao, Arschloch. Frage, wie ich fahre, ne? Ich fahre jetzt auf jeden Fall mal geradeaus weiter. Ich weiß nicht, dass da jetzt noch eine Truppe kommt. Fahrt mal vorbei. Auch nur. Na gut, ich bin schneller als ihr. Wie schnell, eh viel schneller halt auch gleich. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Also nichts mehr hinter mir. Also bitte. Aber für Officer Shaw müsste das schon mal so 10.000 Wertpunkte geben, oder? Dafür, dass ich den einfach ausgeschalten habe. Na, ja, das sieht ganz gut aus. Glück gehabt, dass die mir jetzt nicht hinterherkommen auf Stufe 2. Einfach Glück gehabt. Auch Glück gehabt, dass wir auf jeden Fall Anna retten konnten. Da steht sie ja schon. Nacht beendet. Das kann man überspringen. Die paar Rap. Ist nicht wichtig, auch das Geld überhaupt nicht. Letzte Nacht ist der Kampf zwischen der städtischen Highspeed Task Force und der immer größer werdenden Gruppe krimineller Racer eskaliert. Anwohnern bot sich ein bizarrer Anblick, als hunderte Dollarscheine durch den Nachthimmel flogen. Die Task Force hat nun einige schwierige Fragen zu beantworten. Was letzte Nacht passiert ist, war inszeniert.
Ein mieser Versuch, meine Einheit in Verruf zu bringen. Und wieso? Weil wir gewinnen. In den niedrigen Gängen ist er ein bisschen träge. Aber sobald er aufdreht... Mann, das Ding ist eine Bestie. Okay, du bist sauer. Ach echt? Mira esto. Es tut mir leid, ich hätte es dir sagen sollen. Wirklich? Na klar, verdammt. Du hattest kein Recht dazu, Anna. Kein Recht. Ich bin weg. Nein. Er war auch mein Papi, okay? Und falls du es vergessen hast, er wollte, dass dieser Wagen in Rennen fährt. Und das war ein Rennen, hm? War es, bis dieser Arsch vom Kopf aufgetaucht ist. Bei dem, was du tust, werden immer Cops auftauchen. Du versaust dir noch dein ganzes Leben. Nein, ich werde was aus meinem Leben machen. Ich bin nun mal wirklich gut darin. Gut? Das ist gut? Das sieht aus, als wäre eine College-Abbrecherin gefahren, die nichts vom Racing versteht. Das ist echt nett. Ich muss nicht hier stehen und einem Ex-Knacki zuhören, der zu viel Schiss hat, wieder zu fahren. Wir sind Racer! Meld dich bei mir, wenn dir das wieder klar ist. Jetzt weiß ich, wie sich mein Vater gefühlt hat. Brauchst du dabei Hilfe? Dale. Jeder, die ich kriegen kann. Wir brauchen ein paar Teile. Ja, Karre schaut ganz schön scheiße aus. Und ich muss unbedingt diese blöde Maske absetzen. Das machen wir auch noch schnell. Oh, neuer Wagen. Stufe 16. Ah, Chevy Pickup. Ford Focus RS. Spiel 2 abgeschlossen. Ford Mustang GT. Evo 9. Mhm. Oh, der RSR. 4 Cabrio. NSX. M2 Competition. X6M, okay. Dads Camaro sieht immer noch schlimm aus. Gib also Bescheid, wenn du den Grill hast, ja? Naja, Accessoires. Genau, Hockeymaske, läuft. Schau mal, was es gibt. Und dann würde ich mich auch gerne in die Drift rennen. Eigentlich. Wagen. Um diese ganzen Masken und so. Wer kommt denn da auf die Idee? Für Nachtrennen oder so finde ich es ja ganz cool, aber sonst sind die einfach nur Panne. Jetzt schauen wir mal. Oh, nett. Mein Name ist Harry Potter. Da kommt da vorne aber noch so. Hier. Eine Sonnenbrille, yo. Ein Taui kostet die, okay. So, meine Wagen. Wagetausche, ja.
Zerfreue doch gleich unseren Drifter. Genau. Weil wir haben noch ein bisschen Zeit, hätte ich gesagt. Und schauen wir uns halt noch mal zurück. Dann ist ein Drift-Event hier noch an. Genau, wir brauchen was. So 40. Ja, dann machen wir es so. Wir tunen jetzt noch unseren Collision hier. Oh ja, 13 Punkte nochmal für einen besseren Auspuff. Schauen wir mal. Oh, Pro Turbos. Pro Plus, sehr gut. Ah, wegen $2000. Wegen $2000. Ah, ich weiß aber, was wir machen können. Es gibt hier nämlich noch ein Rennen in der Nähe. Das bringt, glaube ich, über $20.000. Habe ich das letzte Mal auch freigeschaltet. Können wir uns wieder einen großen Turbolader einbauen. Auf den habe ich mehr als Bock. Und dann schauen wir auf jeden Fall noch zum Driften, hätte ich gesagt. Weil macht der Sinn, ne? Dann machen wir die Drift-Dinger dann am Ende. Schauen wir mal. An der Küste gibt es ein paar Schrotthändler. Jetzt habe ich zu dem hier. Die mit seltenen Teilen handeln. Ich weiß, dass sie einen Grill für einen 67er Camaro vorrätig haben. Allerdings wollen sie ihn mir nicht verkaufen. Kannst du es vielleicht mal versuchen? Ja, ja. Danke. Oh, eins noch. Die Typen mögen keine Straßen. Ich habe deshalb vorsorglich einen Wagen getunt und ihn da unten abgestellt. Na gut. Jetzt wechseln wir ein schnelles Auto. Zwar zum Porsche. Warum auch immer die C-Klasse da vor meinen Autos gesetzt wird. Why not? So. Mal mit dem noch ein bisschen Bums. Machen wir mal schnell hier im Oval auf. Feier ich auch, dass wir im Oval fahren können. Ach ja, ich habe gar nicht erwähnt, dass ich ein Olympic City Kennzeichen habe. Hier hat man es gerade gesehen. Weil, ja, Underground 1 for life. Mädels und Jungs, ne? Resource-Strecke, ja dann. Hau mal her. Boom. Los geht's. Piu, 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 piu. Die Turbolader, ey. Sie alle ansaugen. Piu, 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 piu. So, komm schon. Top 3 ist nicht mehr weit. Nicht mal ganz 30 Meter. Flamingo in der Nähe, oh. Ich glaube, die Driftrennen geben wir nächste Folge an. Auch einfach der Zeit her, ich muss mal schauen, dass die Folgen echt alle ein bisschen kürzer halte. Die letzten Folgen waren teilweise ja schon um die 40 Minuten oder so. Er hat auch ein bisschen heftig lang, ne? Ich merke es auch beim Hochladen und beim Schneiden und allem. Er hat alles sehr zeitintensiv dann. Beziehungsweise beim Rendern. Das Schneiden selber ist nicht so schwer. Facecam hier und da mal aus oder so oder sonst. Gib ihm! Ab in Runde 3. Okay, wir überrunden gleich die Nummer 12. Sparky und Monika. Ah, das ist schlimm. Warum habe ich es angefangen? Okay, wir haben gerade sogar die 8 und 9 überholt. Schlecht. 6 und 7 sind jetzt auch nicht gerade weg. Weit weg. Nö. Okay, damit sind wir mal wieder 5. Ne, 6. Egal. Noch ein paar Runden mehr, wir würden das ganze Feld nochmal überholen. So, letztes Mal Nitro. Und 2 Minuten 8. Sehr schön. Oh mein Gott.
Controller, was vibriert denn der so extrem? Okay. Ich dachte schon, was ist los? Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Er hat gerade extrem vibriert. 20.000. Entweder spielen wir mit T jetzt. Das hat mir geklingelt. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir uns doch mal zurück. Wo war der Flamingo? Der war da. Warte mal. Hier eine Steilkurve. Was wir hier von der anderen Seite holen? Scheint so. Gut, dann reißen wir schnell zu dem hin. Bauen dann in den RX-7 großen Turbo rein. Was ist denn der? Da oben. Mein Gott. Okay, den hätte ich jetzt auch umfahren können. Hätte ich auch die 2000 Dollar bekommen. Also noch ein bisschen Reserve. Der großen Turbolader jetzt noch rein. Dann würde ich sagen, geht es das nächste Mal in die Drift Events, oder? Jetzt haben wir ja schon mal eine Storyline wieder abgeschlossen. Ich glaube, das macht Sinn. Genau, nächste Folge noch mit dem X7 schön quer gehen. Ach, so. Ich glaube ja nicht, dass allzu viele Leute ihn vermissen werden. Na komm, jetzt auch weiter. So. Dicker, fetter. Single Turbo. Ja, doch, Turbo ist es. So, dann 325 PS. Warte mal, ne, den brauchen wir einen Single Turbo, ne? Das Twin Turbo, ja. Und 403 PS. Rein damit. Dann haben wir 205. Sind zwar immer noch mordsmäßig drunter, aber wir haben ja gesehen in den letzten Folgen, das ist nicht wichtig. Das ist nicht so entscheidend. Deswegen, ja. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und das nächste Mal geht's zum Driften. Bis dahin, Servus und für dich.